Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück bei Star Wars Outlaws. Wir sind jetzt hier im großen Wüstenland. Hier gibt es 16 Kräuter. Ah, was ist das? Der Quelldrache wird wahrscheinlich ein paar 7 Jahre später von Mando getötet. Man weiß nicht, ob er der ist, aber man kann es vermuten. Schmuggler. Verfallene Rammhafen. Zur Bahnbrecher sein. Rhydonium. So. Ich
glaube, das war alles. Zum Glück ist das vorbei. Fusionsschneider, wir haben keinen Fusionsschneider. Bereit, Nix? So, hier rum. Gleich da! Gut. Ich habe eine kleine Überraschung für die Imps bereit. Uwe Numa, Uwe Naga, Hobo Flamas, Duft Tonka, Uwe Winter, Jujama Jay. Ank, du kannst schwere Waffen kaum heben. Taku, Chihago Naga Hua, Chiwa Jodita. Was hast du hier gemacht? Wie ist der Plan? Wir jagen den Konvoi hoch. Willst du ihn nicht einfach ausrauben? Das wäre sauberer. Dein Haustier da. Was ist das? Nix. Er ist ein Merkal. Ziemlich selten. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, von welchem Planeten er stammt. Meiner war ein Drochweg. Gibt's wie Sand im Dünenmeer. Hat es nicht rausgeschafft, als ich abgeschossen wurde. Wir sprengen den Konvoi. Schon mal eine Z6 geschossen? War, nicht so gebräuchlich auf Kanto. Oh. Schwer. Hebe aus den Knien, Zweithand oben, fester Stand und Feuer frei. Ja. Den Rotor auf. Dreht sich wie ein wilder Cardadillo. Puh, die ist heftig. Hey, du bist ein Naturtalent. Ich dachte, die Imps hätten dein Arsenal. Aber du scheinst ja noch gut ausgerüstet zu sein. Was, die? Bloß ein paar Plasma-Knallfrösche. Hätte nie gedacht, dass ich die mal verwende. So, und jetzt warten wir. Hörst du das? Der Konvoi naht. Geh in Position. Die kommen, ich zünde die Minen, dann ballern wir los. Gott, ich fühle mich. Ich fühle mich wie ein Gott mit diesem Ding.
Okay, ich weiß, warum Hardcase so Spaß hatte mit dem Teil. Alles da? Nur ein Teil, aber ein guter Teil. Hey, dein Droch weg. Wie war sein Name? Pocho. Hat immer mit dem linken Schwanz auf den Boden gepocht, wenn er glücklich war. Er war so gerne im Feld, gemeinsam mit mir. Also, bist du immer noch raus? Weißt du, das ruhige Leben war nie was für mich. Danke, Kay. Pass gut auf Nix auf, ja? Verlass dich drauf. Das halt noch. Ich will doch einfach nur die Dinge mitnehmen, Alter. Immer Fähigkeit freigeschaltet. Darf ich mal? Oh mein Gott. Oh ja. Oh ja. Ihr habt keine Ahnung, was auf euch zukommt, ihr scheiß Imperialen. Ich glaube, dem geht's nicht so. Wo musst du hin? Na, das ist schon die richtige Richtung. Ich will die Basis dort blocken. Dann mal los. So, einfach aus Übung. Wir warten nicht mehr, wir machen. ISB-Bericht Weil Tormin Kopfgeldjägerin. Weil ist ein Kopfgeldjäger mit einer vielen Bilanz, die ihr den Ruf als eine der Besten eingebracht hat, die Gilde der Kopfgeldjäger zu bieten hat. Weil ist vor allem ihr Mord am Verbrecherboss Slam Slonini bekannt, der zum Zusammenbruch des Slonini-Kantells führt und Vales Wert um beinahe 53% erhöhte. In der Folge zum Trotz weigert Vale sich hartnäckig, imperiale Aufträge anzunehmen, weshalb das ISP bezüglich möglicher Zusammenarbeit mit Rebellen oder Anti-Imperium-Aktivisten ermittelt. Bisher gibt es keinerlei Hinweise auf derlei Partnerschaften. Möglicherweise ist sie aufgrund persönlicher Erlebnisse einer Zusammenarbeit mit dem Imperium abgeneigt, ohne dass sie dies zu einer aktiven Aufständischen macht. Vales Arbeit für renommierte Syndikate wie Schwarze Sonne und Zerik Besch
werden sie häufig konträr zu ihren Interessen agieren lassen. Dann los. Das habe ich noch gebraucht. Tipps für Wüstenreise. Zu los. Nur mit den imperialen Waffen. Genau das Richtige. Okay. Den ausgeräumt. So. Jetzt haben wir hier noch eine Mission. Wo ist die imperiale Konsole? Brauchen wir nicht dran. Oh. Sie muss da dran sein, aber wir können nicht auf sie zugreifen. Okay, na wurscht. Halt dich fest, Nix. Ihr wisst schon, dass euer Stützpunkt da hinten nicht mehr existiert, oder? Das war. Bist du bereit? Was ist das für ein? Mit der alten Kiste willst du springen? Vielleicht verabschieden wir uns schon mal von dir. Ha, unterschätzt sie nicht. Sie ist schneller, als sie aussieht. Ja, bestimmt. Warum machen wir die ganze Sache nicht noch ein bisschen interessanter? Ich wette, dass ich den Sprung schaffe. Ich bin raus. Die Wette gilt. Also, wo ist dieser unmögliche Sprung? Gleich da drüben. Oh. Festhalten. Ja, rück das Geld raus.
bist ja lebensmüde. Auf die gute Art. Hey, wenn du gerne Leib und Leben riskierst, sieh auf die Auftragstafel in Mos Eisley. Da kann man gutes Geld verdienen. Ich habe das Gefühl, da oben wartet jemand auf uns. So, Nana. Ja, das war eine erfolgreiche Folge, glaube ich, heute. Und wo können wir genau hier hinklettern? Lebensmüde, Kay. Lebensmüde. Imperiale. Wir alle müssen unseren Teil beitragen. Ganz leise, kleiner Freund. Na los. Gehen wir der Sache nach. Nichts. Gute Nacht. Das macht Spaß. Das macht so Spaß. Sollte leicht sein. Ja, Schatz. 3 PO. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind literally mitten irgendwo in der Pampa. Wo ist eigentlich Obi-Wans Haus? Das habe ich auch noch nicht gefunden.
Wo ist Obi-Wans Haus? Ah, okay. Obi-Wans Haus ist nicht im Spiel. Schade. Aber gut, dann haben wir hier alles erfüllt. Da haben wir noch eine Mission. Wo können wir hier nicht rausreisen? Weil wir hier im... Das weiß niemand, warum wir nicht so ganz weg können, gell? Okay. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt schon mal vor, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüssikowski.